Und jetzt zeige ich euch mal schnell, wie man einen leckeren Salat machen kann innerhalb von 5 Minuten. So, von dem kannst du dann, nimmst dann ab, locker, ohne Ende. Und du kannst den 5-10 Mal am Tag essen, so viel du willst. Und der schmeckt immer noch lecker. Ja, das ist ja das Gute dran. Und das geht ratzfatz, das zeige ich euch, weil das kann man immer wieder mal zwischendurch machen. Ich mache es morgen zum Beispiel manchmal vor dem Schaffen, während dem Arbeiten, so wenn ich mal den kleinen Hunger zwischendurch habe, ja, und sonst immer das, was ich, Süßigkeiten gegessen habe. Jetzt esse ich einfach mal einen Salat, das zeige ich 5 Minuten oder weniger. Auf, wir brauchen ein bisschen Salat, vielleicht Rucola, Karotte habe ich hier, ein paar Pilze, Senf, Balsamico, so Gemüsebrühe. Uhr noch nicht gestartet gehabt, sowas. Dann nehmen wir den Salat, der schon gewaschen ist. Der kommt in der Regel gewaschen. Kleine Menge. Gutes Messer aus vom Asia-Shop. Direkt rein. Den Meersalat. Dann habe ich noch einen Apfel, der ist schon ziemlich abgeschnitten. Aber geht nur gut. Kleines bisschen Karotte. Alles da rein. Rucola schmeckt sehr aromatisch. Wir sind noch in der Zeit. Wirklich Rucola. Vielleicht noch ein Pilz, weil er schon da liegt. So, fertig. Das ist jetzt wirklich eine große Portion. Dann nehmen wir ein kleines Behälterle, einen Löffel, ein wenig von dem so Salatdressing ist das, ohne aromatische Stoffe, also rein pflanzlich, ohne Hefeextrakt, auch ohne Glutamat. Löffel Essig, Senf. Ungefähr so. Balsamico. Dann nehme ich zum Teil Flohsamen, aber das sind, die sind noch geschlossen, also die quellen nicht auf. Nicht, dass man es bekannt wäre. Opa, das war's viel. Und ich nutze die Gunst der Stunde, das ist Kombucha. Ordentlich verrühre. Eine Gabel rausholen, aufräumen, fertig, geschafft. Das ist jetzt mein Salat, mein zweiter Salat, den ich jetzt zwischendurch reinhau. Da bin ich dann wirklich auch satt. Das ersetzt quasi diese Sättigungspille. Ich hau natürlich den restlichen Bestand von eine ganze Trachees noch mit rein. Das ist ja gerade egal. Aber wenn man dann so ordentlich gegessen hat, dann fühlt man sich halt satt. Um das geht's. Man fühlt sich satt, man hat dann nicht nur zusätzlich nochmal so nimm, 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 immer dieses Zwischenhungergefühl. Und deswegen ist das ohne zusätzlichen Hunger. Und man nimmt ab, einfach weil die Kilokalorien fehlen. Und dann noch ein bisschen, wer kann, noch ein bisschen Sport, wer Lust hat und so, sonst hängt man ja nur so schlaff rum. Das hilft dann natürlich auch noch, aber das ist nicht kein Muss. Wichtig ist, die Kilokal müssen weg.